Willkommen auf deine Wissensbasis. Heute in diesem Video werde ich euch einige wichtige Aspekte zum neu geplanten Jugendschutzgesetz erzählen, das voraussichtlich im Frühling 2021 bundesweit gelten soll. Beim Jugendschutzgesetz geht es darum, dass man versucht, die Kinder und Jugendlichen im digitalen Zeitalter, auf sozialen Medien beispielsweise oder auf Messenger-Diensten besser vor Cybermobbing, sexuellen Belästigungen, auch Cybergrooming genannt, und auch Abzocke zu schützen. Wie man das erreichen möchte, da hat die Bundesfamilienministerin Frau Franziska Giffey vorgeschlagen, den sozialen Netzwerken, Filmemachern und Videospieleherstellern bestimmte Auflagen zu geben. Und zwar geht es bei den Auflagen nicht nur darum, dass man eine Alterskennzeichnung bezogen auf den Inhalt macht, sondern auch bezogen darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass Kinder und Jugendliche eben belästigt werden können. Genau. Und bei den sozialen Netzwerken geht es auch darum, dass die sozialen Netzwerken auch verpflichtet werden sollen, altersgerechte Voreinstellungen zu haben, um eben das Ganze kinder- und jugendgerecht zu machen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!